Bereit für ein Gedankenexperiment, das deine Denkweise auf die Probe stellt und vielleicht Einblicke in deine Persönlichkeit liefert? Stell dir vor, du stehst mit jemandem auf einer Brücke. Unter euch liegen die Gleise eines Zuges und vor euch befindet sich der Hebel einer Weiche, die den Zug von einem Gleis auf das andere führt. Du bemerkst, dass du auf dem Gleis, auf dem der Zug gerade fährt, 5 bewusstlose Menschen liegen. Wenn der Zug weiterfährt, werden sie alle überfahren. Doch wenn du den Hebel umlegst und den Zug auf das andere Gleis umlenkst, könnten sie alle überleben. Jetzt stehst du vor einer schweren Entscheidung. Lässt du die 5 Menschen sterben oder schubst du die Person, die mit dir auf der Brücke steht, auf den Hebel, damit der Zug umgeleitet wird? Dieses Gedankenexperiment prüft, wonach du deine Taten im Leben ausrichtest. Es stellt die Frage nach deiner ethischen Grundlage und darüber, was deine Handlung leitet. Bist du jemand, der nach den Prinzipien des Islam denkt und handelt, oder wirst du von anderen Einflüssen geleitet? Die Begründung für diese Entscheidung, zu der Menschen bei diesem Gedankenexperiment gelangen, unterscheiden sich. Einige argumentieren, dass man nichts tun sollte, während andere sagen, dass man ein Leben für 5 opfern sollte. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, die 5 Menschen zu retten, begründen dies oft mit dem Nutzen und dem Schaden, den ihre Entscheidung mit sich bringt. Das Leben eines Einzelnen gegen das Leben von 5 Menschen zu tauschen, erscheint einleuchtend. Der Nutzen, 5 Leben zu retten, scheint größer zu sein, als der Schaden, ein Leben zu opfern. Man wägt also ab, welchen Schaden und welchen Nutzen eine Handlung mit sich bringt. Und diejenigen, die nichts tun, argumentieren genauso, mit dem Unterschied, dass sie der Ansicht sind, dass für den erzielten Nutzen kein Mensch zu Schaden kommen darf. Der Nutzen, den man also erzielen möchte, darf nicht auf Kosten anderer erreicht werden. Falls du zu einer dieser beiden Ansichten gekommen bist, muss ich dir sagen, dass keine davon der islamischen Antwort entspricht. Beide Begründungen entspringen nämlich nicht dem Islam, sondern wurden von britischen Philosophen hervorgebracht. Der Islam vertritt eine andere, eigenständige Sichtweise auf dieses Problem. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit einer Lebensordnung gesegnet, welche imstande ist, eigene Lösungen für Probleme zu liefern. Wie würden wir also gemäß des Gedankenexperiments handeln? Für uns wäre es verboten, den einen zum Wohle der 5 anderen zu opfern. Wir würden also nichts tun. Nicht, weil wir dadurch dem einen Schaden zufügen würden, sondern weil wir, wenn wir ihn schubsen sollten, Allahs Zorn auf uns ziehen würden. Allah subhanahu wa ta'ala hat es für uns haram gemacht, unschuldige Seelen zu töten. Und so bringt es seinen Zorn mit sich. Unsere Perspektive ist also eine andere. Es wird nicht der Schaden und Nutzen gegeneinander abgewogen. Auch die Konsequenzen für den Einzelnen spielen keine Rolle, sondern einzig und allein, ob Allah subhanahu wa ta'ala etwas erlaubt oder verboten hat. Das Prinzip von Schaden und Nutzen ist so fest in den heutigen Gesellschaften verankert, dass es äußerst befremdlich erscheint, wenn jemand die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet. Aus diesem Grund erscheinen die islamischen Lösungen und Vorgehensweisen für viele auf den ersten Blick merkwürdig und nicht nachvollziehbar. Sobald man einen Schaden aufgrund islamischer Handlung erwartet, lässt man sie sein oder geht Kompromisse ein. Das Gebet wird schwierig auf der Arbeit oder in der Schule und man lässt davon ab. Den Hijab zu tragen bringt eklige Blicke oder Geringschätzung mit sich und man entscheidet sich dagegen. Oder das Einstehen für den Islam in der Öffentlichkeit führt zu Erschwernissen und man lässt es sein. Da erscheint derjenige, der trotz Schwierigkeiten auf der Arbeit oder in der Schule betet, als befremdlich. Es sei denn, du hast verstanden, dass unser Maßstab nicht der Schaden und Nutzen Einzelner oder auch der ganzen Gemeinschaft ist, sondern einzig und allein, ob mit einer Handlung Allahs Wohlgefallen erlangt wird oder nicht.